Ich habe ja gesagt, ich bin immer für die Nationalmannschaft da, wenn ich wirklich healthy bin und mich gut fühle. Und dieses Jahr hat es mir echt wehgetan, dass ich nicht gespielt habe, aber Atlanta hat mir halt gesagt, du bist der Starter, wir haben halt viel aufgegeben, um dich jetzt halt die Starting-Rolle zu übergeben. Und ja, deswegen habe ich halt gesagt oder mich dafür entschieden, dass ich halt nicht spiele und mich halt wirklich darauf konzentriere, was ich mit den Hawks mache. Ich denke, das wird jetzt nicht so eine Herausforderung. Also sie müssten das eigentlich auch schaffen, auch ohne mich. Und wir haben halt auch sehr starke Spieler und ich denke, dass sie es auch ohne mich auf jeden Fall schaffen werden. Also hier in Deutschland halt schwer mit den ganzen Spielen zu schauen. Aber natürlich verfolgt man die Stats oder Statistiken halt und ja, also das natürlich. Olympia ist halt schon das stärkste Turnier, also wo du halt wirklich mitspielen willst. Und deswegen will ich auch unbedingt nach Tokio 2020 und ja, dafür werden wir auf jeden Fall alle fighten.